Unser Youngster, Herr Wendland, hat einen sehr interessanten und geschäftsversprechenden Vorschlag. Bitte, Herr Wendland. Also, um es ganz kurz zu machen, es geht um unsere Prepaid-Handys. Ja, irgendwie widerspricht sich das, dass wir ein mobiles Telefon haben, aber um die Karte wieder aufzuladen, zu einer stationären Stelle gehen müssen. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass man die Karte direkt über das Handy wieder aufladen können müsste. Ich wähle eine Nummer, gebe meinen PIN ein und schwupps, habe ich wieder 50 Mark auf meiner Karte. Lasst euch Luft zum Leben, ist unser Leitspruch. Denn ein Kredit ist nur dann sinnvoll, wenn die Wünsche, die ich mir damit erfülle, auch meinen Möglichkeiten entsprechen. In naher Zukunft werde ich mir ein Haus bauen. Vielleicht so eines wie das hier. Oder wie das hier. Oder wir machen etwas ganz anderes mit dem Geld. Sie haben ein Finanzproblem? Ganz einfach. Sie rufen bei der Raiffeisenbank an und ein Berater kommt direkt zu Ihnen nach Hause. Auf die Raiffeisenbank ist Verlass. Das wird Ihnen jeder bestätigen. Und die Geografie hat mir dabei schon gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nummer 1, aber immer bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Sprach ich mit ihm wieder über Schlangen, noch über Urwälder, noch über die Sterne. Wir sprachen über Quatsch.